Liebe Trader, wir befinden uns mitten in der Jahresendrallye. Wo lauern die nächsten Trading-Chancen? Ich arbeite im ersten Schritt immer sehr gerne mit dem Trade-Radar und wenn wir jetzt mal die letzten 5 Tage rückwirkend betrachten, so können wir feststellen, dass prozyklische Signale wieder sehr gut vom Markt angenommen werden, mit einer überdurchschnittlich hohen Trefferquote einhergehen von über 70%. Er hat zum Beispiel Breaks auf neue Hochs, 60 Stück in den letzten 5 Tagen, Trefferquote 72%, Tendenz steigend, Trendfolgesignale, Short-Term Flatbase, 9 Ausbruchversuche, Trefferquote bei 88%. Hier schauen wir doch gleich mal rein, ob es einen Kandidaten gibt, der einen solchen Breakout unmittelbar vor sich hat. Wer mir auf jeden Fall aufgefallen ist oder wen ich auf der Watchlist habe, ist eine Airbus. Wir haben hier zuletzt diese Bodenbildungsformation verlassen, erste Aufwärtstrendstruktur. Und wenn jetzt diese Konsolidierung quasi nach oben mit dem Break der Short-Term Flatbase aufgelöst werden sollte, das wäre dann eine. Hätten wir ein sehr schönes Setup für den Einstieg. Bei Airbus muss man dazu sagen, gestern hat ja die EZB eine Ausweitung des Anleihkaufsprogramms um weitere 6 Monate beschlossen im Volumen von 60 Milliarden. Und wir haben ja auch im Euro-US-Dollar-Währungspaar gesehen, dass diese Erholungsbewegung zum Erliegen gekommen sein könnte und dass jetzt wieder der Weg in Richtung Parität angesteuert werden könnte. Und das wäre natürlich ein starker Trigger für Airbus, einer der Top-Profiteure vom schwachen Euro, weil eben der Großteil der Aufträge in Dollar, in US-Dollar fakturiert wird. Zudem muss man sagen, Airbus steht in Richtung 2018 vor einer deutlichen Gewinnbeschleunigung, weil temporäre Kosten durch den A350 und den A400M wegfallen sollten. Wir haben einen hohen Auftragsbestand über mehrere Jahre und deswegen erste Impulsbewegung, jetzt diese Konsolidierung und beim Break, und da wäre eben ein Trigger ein weiter schwacher Euro, dann hätten wir hier auch eine sehr interessante Trading-Chance. Was fällt noch auf? Gehen wir zurück in das Trade-Radar, beispielsweise auch unter den klassischen Charttechnik-Signalen, das Verlassen von kurz- und langfristig etablierten Abwärtstrendstrukturen. Hier bei den langen schauen wir hier mal rein, was gibt es hier für Auffälligkeiten. Eine Yen-Optik gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben jetzt auch über die letzten Wochen und Monate ein neues Setup ausgebildet für die übergeordnete Trendfortsetzung. Man ist ein Profiteur von mehr Rüstungsausgaben. Insofern auch eine schöne Kombination. Das heißt, auch hier mit dem Break würde sich eine Long-Chance abzeichnen. Eine Elmos Semiconductor, ebenfalls ein Kandidat für die Watchlist. In den letzten Tagen konnte der Autosektor mit Stärke überzeugen. Elmos Semiconductor ist ein Profiteur vom sogenannten Roboterauto, weil der Chip-Content je Fahrzeug erhöht wird. Man hat hier ein sehr schönes Preisverhalten gezeigt in einem tendenziell schwachen Marktumfeld. Und hier jetzt mit dem nächsten Stärkeimpuls wäre auch eine Elmos Semiconductor für die Long-Seite interessant. Schauen wir uns noch weitere Aktien an und gerade für die Bullen am deutschen Markt, hier arbeite ich immer gerne dann im nächsten Schritt mit der Momentum Breakout Matrix. Hier habe ich einen super Überblick, welche Aktien eben unmittelbar vor neuen Hochs stehen und bekomme das Ganze dann bis 10% absteigend angezeigt. Eines der mächtigsten Screening-Tools jetzt in diesem aktuellen Marktumfeld. Und heute ist zum Beispiel auffällig, dass wir eine gewisse Stärketendenz unter den Biotech-Aktien am deutschen Markt sehen. Evotec zum Beispiel hatte ich ja jetzt in den letzten Videos vorgestellt. Wunderschönes Trendfolge-Setup, schöne Basis ausgebildet. Heute Morgen gab es neuen positiven Newsflow, indem man eine neue Allianz, um Antibiotika gegen Supererreger zu identifizieren, gemeldet hat. Und das ist immer die schönste Kombination, wenn positiver Newsflow auf ein solch bullisches Konsolidierungsverhalten trifft. Diesem Breakout bin ich gefolgt und deswegen sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass ich aktuell Positionen in Evotec halte. Sehr, sehr schön. Und an der Stelle sei vielleicht noch erwähnt, ein Merkmal für eine HOS-Bewegung ist, dass eben sämtliche Bullenaktien peu à peu vom Markt aufgegriffen werden und diese dann beginnen nach oben durchzuziehen. Und das ist einfach auch ein Vorteil, wenn man sich mit dem Aktienuniversum beschäftigt. Und wenn wir dann eben auch noch Impulse über die Nachrichtenkomponente bekommen, sind das immer wunderschöne Trading-Chancen, die sich hier ableiten. Und deswegen Evotec sehr, sehr spannend. Eine weitere Aktie aus dem Biotech-Sektor, eine Kiagen. Auch dieser Titel beginnt sich jetzt aus der Konsolidierung heraus zu lösen. Ebenfalls noch ein gutes Trading-Setup, wo diese Bewegung noch nicht so weit fortgeschritten ist über die letzten Tage. Darum geht es ja, wenn man neue Trading-Chancen versucht zu identifizieren, dass eben noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt. Und hier sehen wir jetzt auch, wie die Aktie Stärke beginnt zu entwickeln. Der Gesamtmarkt ist ja noch recht verhalten heute. Aktuell
über 2% vorne und auch diesem Breakout bin ich gefolgt, denn wenn der Gesamtmarkt einen guten Eindruck macht und eben die Breaks in der Breite angenommen werden, bin ich natürlich als Trader auch bereit, diesen aggressiv zu folgen und deswegen an dieser Stelle sei erwähnt, dass ich auch in Kiagen-Positionen halte. Was fällt noch auf? Ja, eine MTU, ein weiterer großer Profiteur von einem schwachen Euro gegenüber dem US-Dollar. MTU hat in diesem Jahr schon zweimal die Prognose angehoben. Und hier, wir haben diese wunderschöne breite Basis und in diesem Anlauf könnte jetzt endlich ja auch dieser Break über die 100-Euro-Marke eingeleitet werden, womit ein neues starkes Kaufsignal generiert werden dürfte. Auch bei MTU bin ich an Bord und deshalb sei erwähnt, dass ich Positionen in dem Titel halte. Als Fazit kann man sagen, jetzt wo es wirklich am Markt zur Sache geht und eben diese breite Aufwärtsdynamik vorhanden ist, ist die Momentum Breakout Matrix mit eines der besten Tools. Diese sollte man stets im Auge behalten und hier kann man dann auch immer wieder neue Trading-Chancen identifizieren, wo einfach auch noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis vorhanden ist, wie jetzt bei den aktuellen Setups auch gezeigt, wo man noch gut den Neueinstieg suchen kann.